Ja, Grüße und willkommen, Wurmhoshis, hier bei einem neuen Video. Wir zocken den Electro Swing DLC von Synth Riders, wie man uns schwer erkennen kann. Leider ist das Body-Tracking ein bisschen fucked up. Das war damals schon besser. Ich schätze, dass da irgendwas ist da falsch gelaufen. Ich werde aber das trotzdem zeigen. Das ist quasi ein neuer Avatar, der mit dem DLC dabei war. Und wie man schon hören kann, ist es halt Electro Swing. Wir fangen auch direkt bei dem ersten Lied an. Normal. Rhythm. Ja, das ist doch ganz gut. Ja, nicht lang schnacken. Wir fangen jetzt mal an. Mal eben Controller festzuhören. Hoffen, dass das soweit klappt. Ich hoffe, dass es mit der Kamera jetzt funktioniert. Ja, wir fangen gleich nochmal richtig an und das ist schon fail. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob das wirklich dynamische Kamera war. Ist angestellt. Okay, so. Jetzt aber richtig. Ich versuch's zumindest. Perfekt! Woo! Wie ihr auch sehen konntet, ist das neue Stage gewesen. Ich hoffe jetzt wirklich echt, dass der... Und trotzdem, perfekt, habe ich eine beschissene Score. Warum auch immer. Ja, weil ich ein paar richtig beschissen getroffen habe und die meisten nur gut statt perfekt. Booty Swing. Wie das denn hier? Haben wir denn hier im Score den schon? Irgendwie? Ja, da habe ich schon einen Song gehabt. Da. Oh, die Sau.
Ja, mit Sudden Death Perfect, vergiss es. Ja, Kalle, den Platz darfst du behalten. Ja, habe ich nichts bei. Ich mache aber trotzdem Force an. Weil irgendwie mache ich lieber mit Boxen. Ein bisschen anstrengend. Another perfect. Alter, das wird langsam echt anstrengend. So. Platz 1. Oh, Alter. Hä? Platz 4? Friends? Global Platz 1? What? Das ist auch egal. So, die einzige Sache, die mich jetzt ein bisschen... War das hier? Jetzt lieber anders jetzt. Oder hat er das falsch? Nein. Ja, warte, wie war das? So. Er hat jetzt... Karl hat jetzt auch auf Hard gespielt. Ich kann natürlich jetzt diese Modifikatoren einstellen, wo es dann Punkte gibt. Bei Force normal. Es wäre eigentlich cooler, wenn das aber auf Challenge wäre, weil nicht jeder wird das immer schaffen. Also es müsste quasi eine Einstellung geben. Quasi eine Einstellung geben, die präsent für alle ist. Und quasi die Score müsste quasi eine extra Score sein, wo ich dann irgendwann mal versuche mit No Fail und ach, ist jetzt auch egal. Boah. So, ich würde sagen, einen Song machen wir noch. Obwohl, den nehmen wir. Jamie Barry ist eigentlich auch ziemlich geil, weil der auch eine meistens ziemlich geile Bassline drin hat.
No Fail werde ich gar nicht erst, das werde ich gar nicht erst probieren. Ich weiß nämlich nicht, wie der Song geht. Wir genießen ihn jetzt einfach mal noch. Boah, das ist das warm. Küss mir die Füße. Ah, fuck, nein, komm. Nein. So, wenn ich jetzt nochmal irgendwo eine Note verhaue, ist egal. Weil ich spiele jetzt das erste Mal die gut Deutsch, den Track. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich so muss. Wenn ich da jetzt die Kugel durchhaue, setze das nicht auf 0 zurück? Oder ist das nur, wenn ich dagegen haue? Also habe ich gerade gelogen. Da war doch schon der Score von mir. Das sieht, habe ich doch schon gespielt. Ja, ich bin ein bisschen... Das ist die Hitze und... Dass ich langsam kaputt bin. Fuck, ey, wieder kein Perfekt. Platz 4 war ich eben auch schon, oder? Ich hab keine Ahnung, ey. Jetzt raff ich nicht. Wieso bin ich da jetzt 23? In welchem Zusammenhang denn? Mit. Hä? Schnall ich nicht. 23? 4. Ja, whatever. So. Ach, guck mal, jetzt sind die Beine... Oder ich kann mich nicht drehen, wenn ich... Alter, das Ding, das hat sich komplett... Ja, das ist klar. Muss ich gleich mal gucken, ab wann sich mein Full-Body-Tracking verabschiedet hat, dass er die Beine getauscht hat. Ah, ja. Egal.
sah auf jeden Fall noch lustig aus. Das war der kurze Eindruck vom DLC. Ja, was soll ich jetzt sagen? Genau. 5 Liter sind kostenpflichtig. Die kosten von 1,50 bis 2 Euro. Und 5 Liter gibt es sowieso schon gratis. Dann gibt es noch einen kostenpflichtigen Stage, den wir gerade gesehen haben. Der Avatar, der irgendwo hier stand, ist auch gratis dabei. Oh Gott, das sieht so Panne aus. Ja, und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Hey Wurmoschi-Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Vergesst nicht, bei unserem Gemeinschaftskanal die drei Flatingos vorbeizuschauen und natürlich bei meinen beiden Kollegen Chris Reality und Tupac VR.